In Mission 4 fällt den Mayas auf, dass sie den Wir-klauen-mal-eben-zwei-Weltwunder-Plan nicht ganz durchdacht haben. Wir befinden uns mit unseren beiden Priestern und einigen Soldaten in der Sahara und müssen die Priester um jeden Preis beschützen, da sie immer noch die Weltwunder bei sich tragen. Unser Ziel ist es, die Priester und die L3-Soldaten sowie Hauptmänner auf den Kanaren, wo sich unsere Basis befindet, in diesen grün markierten Kreis in der südwestlichen Ecke der Karte zu bringen. Der direkte Weg, der Kanal zwischen Spanien und Marokko, wird aber von 6 feindlichen Kriegsschiffen blockiert. Wir könnten versuchen, diese Blockade aufzuheben, aber es gibt auch Alternativen. Der sicherste Weg ist an diesem Landepunkt zwischen den grünen und blauen Siedlungen. Wir könnten auch versuchen, uns durch die Trojaner-Siedlungen zu dieser Bucht durchzukämpfen, aber das sieht sehr kostspielig aus. Auf unserer Startinsel haben wir bereits Kohle, Eisen und Steinminen. Wir könnten auch eine Schwefelmine errichten, falls wir Kriegsschiffe bewaffnen wollen, um die Blockade mit Gewalt aufzulösen. Gold ist verdächtigerweise abwesend, Level 2 und 3 Soldaten sind also keine Option, wenn es uns nicht gerade gelingt, L1er zu den Priestern zu bringen. Beginnt mit dem Bau einer Schiffswerft und gebt dort, sobald sie fertig ist, eine Fähre in Auftrag. Eure Schmieden könnt ihr abschalten, damit sie kein Eisen fressen. Schickt eure bereits vorhandene Fähre nach Süden und bringt dann eure Soldaten und Priester dorthin, das sollte ohne Kampf problemlos möglich sein. Theoretisch könnt ihr eure Soldaten ein einziges Mal durch den Beförderungszauber heilen, aber das sollte nicht erforderlich sein. Lasst eure Blasrohrschützen zurück. Bringt eure Fähre nun an Italien vorbei nach Westen und dann nach Norden. Sobald ihr euch am Landepunkt zwischen den blauen und grünen Siedlungen befindet, habt ihr zwei Möglichkeiten. Es gibt einen schwach verteidigten Pfad durch die blaue Siedlung, ihr könnt aber auch durch das neutrale Gebiet und dann an der oberen Küste entlang marschieren. Blau steckt in einem akuten Siedlermangel und hat dadurch so gut wie keine freistehenden Soldaten, die euch belästigen könnten. Bringt nur eure neue Fähre vielleicht schon mal im Vorfeld in Stellung. Sobald eure Truppe die Fähre erreicht hat, lasst ihr die Soldaten zurück und bringt die Priester zu den Kanaren, um die L3-Soldaten und Hauptmänner abzuholen. Die müsst ihr dann nur noch in den grünen Kreis bringen. In dieser Mission macht sich wieder die geringe Fährenkapazität bemerkbar. Einige Diebe wären auch sinnvoll gewesen, damit der Spieler relativ konsequenzfrei erkunden kann, ohne blind seine Soldaten riskieren zu müssen. Diebe könnten wir aber auch von der Basis aus herbringen. Anders als Römer Mission 2 glänzt diese Mission aber immerhin durch einiges an Wahlfreiheit. Wir haben theoretisch mindestens 3 Wege, unsere Soldaten und Priester zu bewegen, können versuchen, uns durch die Blockade zu schießen und könnten vermutlich sogar Verstärkung von unserer Basis kommen lassen, auch wenn es zunächst nur Level 1er wären. Und wenn man richtig cheesen will, gibt es sogar Wege, einen Tempel zu bauen, was es ermöglicht, die komplette Mission zu skippen. Diese Mission wäre ein perfekter Anlass gewesen, um das Spiel mit der Möglichkeit auszustatten, eine bestimmte Einheit als Held zu erkennen. Stattdessen sind unsere beiden Zielpriester für das Spiel nichts Besonderes. Es ist also auch völlig egal, wenn wir ganz andere Priester ans Ziel bringen.